Hier kommt Heino Trussheim. Ja, danke schön. Und ich weiß nicht, kennen Sie diese Momente, wo man merkt, dass man wieder so ein Stückchen älter geworden ist? Also bei mir ist es zum Beispiel, ich bin in den 30ern und bei mir ist es im Moment so, also ich blinzel den Töchtern zu und die Mütter lächeln zurück. Das sind aber so Stufen, die man überspringt. Oder eins, manchmal schrecke ich morgens aus dem Schlaf, ja, bin hellwach und denke, verdammt, ich muss noch Erdkunde machen. Also, und dann komme ich natürlich langsam zu mir und denke, was für ein Schwachsinn, nicht? Haben wir damals ja auch nicht gemacht. Und das, es gibt immer Momente, wo man kurz innehält und denkt, fuck, ich bin alt geworden. Und eins war zum Beispiel, als ich das erste Mal bei Starbucks war im letzten Jahr, das war auch so ein Ding, ich stand vor dieser, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da steht man vor dieser Produkttafel, ja, ich habe mich da durchgeackert, kam irgendwann in der Mitte an, plötzlich fragt der Kellner, was darf sein? Dann habe ich das Erstbeste genommen, was mir noch einfiel. Ich habe gesagt, ich nehme Cappuccino. Dann sagt er, gerne, Short Doll oder Grande, Vollmilch, Fettam oder Sojamilch, Aroma Vanille, Caramel, Hazelnut, Almond, Raspberry, Toffee, Irish and Peppermint. Wet, dry, extra hot oder normal, one shot, double shot, triple shot, squirt, decaf, half decaf, hier trinken oder to go. Nee, sag ich. Cappuccino. Da dachte, ja, schon verstanden, aber short, toll oder grande, Vollmilch, Fettam oder Sojamilch, Aroma Vanille, Caramel, Hazelnut, Almond, Raspberry, Toffee, Irish and Peppermint, wet, dry, extra hot oder normal, one shot, double shot, triple shot, squirt, decaf, half decaf, hier trinken oder to go. Gut, sag ich, nehme ich halt so ein. Oh, Sie klatschen, aber in der Schlange hinter mir die ersten Unmutsäußerungen. Ne? Oh nein, ja, ein Anfänger, kann er nicht zu Hause üben. Gleich bestellt er noch ein Kännchen. Und dann sagte der Kellner, also, Sie müssen sich entscheiden, wie Sie Ihren Cappuccino gerne hätten. Da habe ich gesagt, ja, wie? Tasse, Löffel, Schaum, fertig. Er sagt, ja, schon klar, aber Vollmilch, Fettarme-Milch oder Sojamilch? Ich weiß nicht, wenn ich Sojamilch nehme, kriege ich einen Tofu-Keks dazu? Nein, okay, dann nehme ich Vollmilch. Ja, welchen Geschmack denn? Wir haben Vanille, Caramel, Hazelnut, Almond, Raspberry, Toffee, Irish Cream oder Peppermint. Ich weiß nicht, habt ihr auch Moschus? Gut, war ein Spaß, ich nehme Vanille, ne? Okay, sagt er, also, wir haben einen Cappuccino-Short-Vanilla. Wie viel Schuss? Sag ich, hör mal, ich will das Ding trinken und nicht spritzen. Ja, aber wet oder dry? Na, also feucht sollte der Cappuccino auch schon sein, nicht? Nein, sagt er, wet oder dry bezieht sich auf den Milchschaum. Hab ich gedacht, was ist das denn für ein Schwachsinn, ja? Nass oder trocken der Milchschaum? Ist das irgendwie München 8 Uhr, ist trocken der Milchschaum steht? Hamburg 12 Uhr, ist es nass der Milchschaum? Nein, sagt er, wollen Sie weniger Milch und mehr Schaum oder weniger Schaum und mehr Milch? Ich sag, ich hätte gern weniger Gesabbel und mehr Kaffee. So sagt er, können wir alles machen? Möchten Sie denn hier trinken oder to go? Ne? Und sage ich, genau das ist unsere Generation. Wir sind so Kaffee trinken im Gehen. Warum? Weil wir keine Zeit mehr haben. Ja, ist doch klar, wenn ich eine halbe Stunde für meine Kaffeebestellung brauche und to go ist nur der Anfang, ne? Bald gibt's den ersten Coffee to run. Hier ist ihr Getränk und jetzt raus. Da hab ich gesagt, okay, ich nehme einmal to go, dann bin ich auch weg hier, nicht? Ja, aber von wegen. Mittlerweile weht eine frische Brise durch den Laden, denn die Schlange ging bis zur Tür, auf den Bürgersteig, hintere Ende bog sich leicht Richtung Waffengeschäft an der Ecke. Okay, sagte der Kellner, so, wir haben also einen Cappuccino-Short, Vanilla, Double-Short, wet to go. Möchten Sie noch was essen? Totenstille in der Schlange. Leises Rascheln, weil von hinten die ersten Pump ganz nach vorne gegeben wurden. Naja, sag ich, was habt ihr denn so? Kennen Sie das, wenn man von jetzt auf gleich überhaupt keinen Hunger mehr hat? Ich habe gesagt, nein, danke schön, das wär's, ne? Gut, sagt der Kellner, also, es ist ein Cappuccino-Short, Vanilla-Double-Short, wet to go, macht 4,20 Euro.
Habe ich gesagt, gut, wie hätten Sie es denn gerne? Ein Zweier, zwei Einer, den Rest klein oder Lieberschein? 15, 20 oder 50, glatt zerknüllt, gefaltet, Hosentasche, Jackentasche, rechte Hand, linke Hand, oder nehmen Sie Karte? Dankeschön.